Hallo. Mal sehen, für was Sie sich heute entscheiden. Abgeschlossen. Kein Blödsinn bauen. Oha. Das kann ja nur. Das wird eine üble Flucht. Schickt ihr mir Events des Todes? Let's go. Gut, verkacken wir es nicht. Brecht mein Fernsehtor ein. Schicken unsere Nachricht an die Welt. Wow. Die Bilder hier. Diese Bilder. Damit schneiden. Ziehen noch ein. Und rein dort. Professional. Alles okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Echte Profis. Bisher zumindest. Aha. Vom Club. Willkommen in der Abzug. Dann mal los. Rücktreten. Und auf geht's. Bisher läuft's. Wie geschmiert. Das muss nicht heißen, dass es so bleibt. Kümmere dich um die Wachen. Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Markus? Mistangriff. Wartet hier. Wenn möglich. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey Kumpel, du hast dich verirrt. Wer hat dich hergeschickt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hey, verstehst du nicht, was ich sage? Ruf die Zentrale! Schnell! Zentrale, bewaffnete Einbrecher, schickt!
über die Waffen ziehen. Nicht der Angreifer sein. Wir sind aufgeflogen. Wir müssen uns beeilen. Simon ist verletzt. Auf zum Notangusraum. Ich bin okay. Ich kann weitermachen. Wenigstens einer muss reinkommen. Wir haben nicht... Übernahme. Drück den Druiden aus dem Weg. Eine Macht ändern Helden. Erschieß ihn, Marcus! Nicht töten! Er wird Alarm schlagen! Mach schon! Nein, nicht schießen! Verdammt. Ich kann's nicht. Ich hoffe, das ist nicht unser Todesurteil. Hoffe ich auch. Wir müssen die Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Stell dich vor, Josh. Ich hoffe, damit habe ich nicht Marcus du das Urteil bekommen. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Marcus, dein Gesicht. Damit es ganz gruselig wird. Also damit ich nicht erkenne. Sag, wenn du bereit bist. Ich erkenne ganz kurz. Bereit. Anonyme Nachricht kurz. Seine Stimme erkennt man doch. Ihr habt Maschinen als Sklaven erschaffen. Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Das ist doch vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Wir fordern das Ende der Sklaverei für alle Androiden. Damit ich anzufangen. Wir fordern ein Ende der Segregation in öffentlichen Bereichen und Verkehrsmitteln. Auf jeden Fall. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Wir fordern das Recht auf Privatbesitz zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus! Geht ohne mich! Simon! Verdammt, Mann! Fliehen! Helfen! Lass gern zurück! Verdammt! Wollen nicht. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los! Er wird nicht springen können.
Wenn sie ihn finden, lesen sie sein Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Das dürfen wir nicht. Er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Was ist der Alternative? Töten gehen. Verdammt. Tut mir leid, Simon. Ich habe keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Verdammt. Ich töte keinen von uns. Gehen wir. Jericho wird es hoffentlich nicht aufnehmen. Verdammt, haben wir nicht das komplette Unterfangen und die Mission gefährdet. Wir unterbrechen das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford Tower eingedrungen und hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 gehackt. Ein offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation lief verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Meinung ist gut. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Wenn sich bestätigt, dass diese Botschaft tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Androiden. Dies könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Und es stellt sich die Frage entsetzliche nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Ist dies ein Gruppe? Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Das ist ja ziemlich optimal verlaufen. Langes Kapitel. Super, ich kann mal Simon wohl zurücklassen. Das hätten wir auch schaffen können, ihn mitzunehmen. Allein in die Ferne. Drohende Diskriminierung miterleben. Zurück auf der Jericho. Marcus erklärt seinen Plan, Stanford Tower. Wir hätten einiges entdecken können. Schreibt der Aufseherin analysieren, Aufseherin anrufen, das Lehrern ausgeben. Aufseherin geht ja mal mit Androiden-Rezeptionisten sprechen. Ohne Aufseherin mit Androiden-Rezeptionisten reden. Zumindest Rezeptionisten umwandeln, Security umgehen, Aufzug nehmen. Im Stockwerk 47 Paketuhren. Wartungsausweis beschaffen. Da gab es nicht wirklich Alternativen. Die Zeitungen lesen. Wagen nehmen, North hereinlassen. Security blockiert den Serverraum. Spende hacken. Hätten wir auch nicht schaffen können. Security abgelehnt. Abgelenkt. Serverraum betreten. Tür abschließen. Wenn wir so offen gelassen hätten, wäre hier noch ein ganzer Weg gekommen. Na, so ganz auch nicht, aber da hätten wir auch schon verkacken können. Bereit machen, um Glas zu schneiden. Glas schneiden. Und auf Basisstation haben wir noch gemacht. Außerhalb des Tours, Seil anbringen, aufsteigen. Und muss der Stock erreichen, Glas schneiden. Im obersten Stock den Aufzug rufen. Tür aufspringen, Hauptzugangs. Korridor erreichen. Security blockiert den Weg. List. Security ahnt etwas. North greift an. Und ich wollte hier wirklich nicht zentrale Security alarmieren. Simon beschädigt. Es hätte auch schlechter laufen können. Hätte wahrscheinlich auch besser laufen können. Und hätten auch welche zu schaden. Den hätte ja schießen können, den einen, der darauf geflüchtet ist. Das wollte ich wirklich nicht. Übertragungsraum. Zum Eintritt klingeln. Das fand ich ein bisschen so. Ich wird erstmal geklingelt. Nur von Josh bedrohen den Mitarbeiter. Mitarbeiter versucht zu fliehen. Mitarbeiter nicht erschossen. Das war mir sehr wichtig.
Androiden-Mitarbeitern verhandeln, Übertragung vorbereiten, schlossen, beginnen. In der Sklaverei von gleiche Rechte fordern. Gerechtigkeit fordern, in der Segregation fordern. Recht auf Besitz fordern. Friedlich beenden, entschlossen beenden. Ne, friedlich beenden fand ich besseren Weg, dass wir hier nicht gleich in der ersten Ansprache schon die Revolution ausrufen, sondern sachte starten. Die Revolution startet mit einer kleinen Flamme. Und die muss erstmal gesetzt werden und dann angefeuert werden. Das ist nicht sofort tötet sie alle, sondern erstmal diplomatisch, friedlich, Forderungen hinlegen und dann weiter geht's. Ist jemand beschädigt? Simon. Versuchen Simon zu retten. Simon gerettet. Oha. Auf dem Dach. Simon kann nicht weiter. Simon zurücklassen. Ja, auch Simon erschießen können, das war ja das andere Ende gewesen. Anlauf zum Sprung. Dach könnte erreichen. Nur vorher erschossen werden können. Springen. Medien reagieren. Und kam, Simon wurde zurückgelassen. Ja, okay, das Ende. Wen haben wir denn da? Es ist Androiden Jesus, auferstanden von den Toten. Erneut. Aha, hier haben wir für ein paar Grabsteine. Gestorben 1555 Parks Avenue, Detroit, 15. August 2038. Ah, das ist der in dem Hochhaus erschossen oder geschmissen wurde. Genau, mach zu. Gestorben in Lewis Park, Detroit, 7. November 2038, von Hank erschossen. Aha, das heißt, die sind wirklich tot. Das heißt, das ist Connor 3. Das ist der Connor, der Hank begleitet hat. Bisher, der ist wirklich. Ist wirklich RIP. Der Wort von Hank ausgelöscht. Das ist jetzt nur ein Ersatzteil. Kunde 1 und 2 gibt's nicht mehr. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Aha. Und natürlich muss dann Druide paddeln. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich fand zwei Abweichler im Eden Club. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber ich musste sie zerstören. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt.
Diese Untersuchung gestaltet sich schwieriger, als ich angenommen hatte. Aber ich werde den Fall ohne Zweifel aufklären und die Abweichler stoppen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Warum haben Sie mich gestern erschossen? Wen kümmerst du? Du bist wieder da, oder nicht? Es gehen Speicherfragmente verloren, wenn ich zerstört werde. Das verlangsamt die Untersuchung. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich verspreche dir, dich nie wieder zu erschießen. Danke, Lieutenant. Hi, Hank. Das ist aber 79. Scheiße, nicht 59. Was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat es mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Fetzen im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Ich habe keinen verletzt. Einer der Mitarbeiter des Senders konnte entkommen. Er steht unter Schock. Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind, aber bei denen... Wetter? Ich prüfe das Dach. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Können wir hier noch was machen? Gibt's Spuren? Androidenblut. Das vermisst gemeldet. Vielleicht wurde erschossen. Okay, ist das so passiert? Mein Gedächtnis ist ein großes Sieb. Zwischenfall wurde aufgezeichnet. Und prüfe die Kameras. Okay, wie kommen wir zur Kameraaufzeichnung? Gucken wir die her. Frisches blaues Blut. Zum Mist gemeldet am 16.12. Oh, Lieutenant? Das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden, hm? Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort.
Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Ja. Okay, das Video. Gut, dann sehen wir uns mal. Du musst das angucken. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Hinten gibt's was. Löcher in den Wänden. Handfeuerwaffe. Konner ermittelt. Wenn Konner ermittelt, wird er das schon rausfinden. Wächter sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Jetzt hat die Klingel den Sam aufgemacht. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Aha. Frage der Androiden. Erstmal schauen wir uns das hier an. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Sammeln. Höhenreflexion, Abweichler hat Komplizen. Natürlich hat er das. RK-Serie Prototyp, RK-200. Existiert als Marblus. Geschenk von Ilja Kamsky an Karl Manfred. Oha. Da wird er identifiziert. Iris Ersatzteil. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Okay, was gibt's hier noch zu sehen? Löcher in der Wand. Schusslöcher, Kaliber 45mm. Von dort. Ich hoffe, wir können ja alles untersuchen. Gestohlene Wartung sind vom Täter worden. Waren getarnt. Wolf Access. Wir gehen mal dann zum Schloss rauf. Den wir hier jetzt untersucht haben. Jede wird von hier gefilmt. Okay, los drüben. Noch mehr Löcher an der Wand. Sturmgewehr. Das waren Polizisten. Mhm. Da wurde einer geschossen.
Okay, hier sind wir fertig. Gehen wir aufs Dach. Dann können wir die Androiden noch verhören. Ah ja, hier sind sie. Erstmal lesen. Tick-Addikt. Wir blättern nur schnell durch. Green up. Aha. Befragung der Androiden.